Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in der Zombie-Apokalypse hier bei Daisy. Ja, wir sind im Supermarkt von Elektro. Ich hoffe, der Ton ist diese Aufnahme ein bisschen besser. Und ich kann das mal gerade zeigen. Unser Plan, also mein Plan, sieht folgendermaßen aus. Wir sind ja aktuell... muss mal da ein bisschen rausscrollen. Da sind wir aktuell in Elektro. Wir sind hier in diesem Gebäude und ich dachte mir, wir räumen jetzt einmal noch kurz den Supermarkt aus und werden dann Richtung Drakor gehen, hier zu diesem Autospawn. Und mal gucken, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. So, aber erstmal gucken. Erstmal will ich vorher noch mir einmal den Supermarkt angucken. Ja, da hoppeln schon wieder die ersten Zombies, sehr gut. Oh, ist der größer wie unser Boxer? Moment. Wie viel hat denn unserer? Ich glaube, der Alice hat 12 Plätze. Was war das? Das gucke ich mal gerade. Ich schläge mal gerade unseren Rucksack hier hin. Na, komm. Nimm ihn. So, mal gucken. Open Alice Pack. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der ist genauso groß. So, wie viel haben wir denn hier überhaupt drin? Einiges zu essen. Hier noch gar nichts gespawnt. Ne. Okay, dann würde ich mal sagen, dann mache ich mich hier mal vom Acker. Im Supermarkt ist noch nicht wirklich was gespawnt. Alles klar. Go, 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 go. Zombies. Das ist mir schon klar, dass ihr mich jetzt gerade gehört habt. So, erstmal eine schöne, stylische Rolle. Boah, jetzt leckt das aber ein bisschen, wo ich hier gerade in diesen Busch gesprungen bin. So, dann mache ich mich immer vom Acker, von dieser Killzone, lauf erstmal schön gegen einen Baum. Mal gucken, was haben wir denn so hinter uns? Ein Zombie, ah ja. Gerade als ich eben eine kleine Testaufnahme gemacht habe, da habe ich im Supermarkt in der Nähe ein Auto gehört und mächtig viele Schüsse. Da habe ich halt getestet, ob das mit dem Ton und so weiter funktioniert. Moment. Ich würde mich gerne ein bisschen abseits der Straße halten.
Ist das jetzt schon die Tanke bei Drakor? Okay, den Zombie haben wir schon mal abgehängt, wie es aussieht. Ich mach mal die First Person und krieg mir gerade unten den Busch. Indem ich jetzt irgendwie gerade festhänge, sehr gut. Давай, не загоняй, слушай. Ja, und da muss ich gerade wieder jemand muten, der hier den öffentlichen Channel benutzt. So, mal gucken, wo bin ich denn gerade? Bin ich da schon? Mehr die Straße habe ich gerade passiert, dann müsste ich gerade hier sein, ungefähr. Blöd, dass der Server jetzt gerade ein bisschen laggt. Die erste Aufnahme, die lief wesentlich flüssiger, aber gut, ich bin ja auch gerade hier über Grasflächen am Laufen. Das Problem kennt man ja von mir. Gerade wir zittern. Haben wir vielleicht irgendwie was von ein paar Zombies abbekommen? Ich nehme hier gerade Painkillers. Okay, alles wieder gut. Wir scheinen wohl ein bisschen was abbekommen zu haben. So. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wo hier das Auto spawnen soll. Ich glaube, ein bisschen ist es noch. Ich hoffe, das Spiel ruckelt im Video jetzt nicht so extrem. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, weil ich durch Grünflächen laufe. Ah, ich glaube, hier unter diesem Dach soll eigentlich ein Auto spawnen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Da sehe ich auch schon den ersten Zombiosen. Ja, was ein Wunder. Kaum verlasse ich die Grasflächen, läuft das Spiel wieder total flüssig. Aber hier sehe ich aber gar nichts. Also entweder bin ich jetzt total blind wegen dieser Pixelgrafik, mit der ich hier spiele, oder hier ist wirklich rein gar nichts. Komm ich rein? Nein. Sehr gut. Ja, Zombie, ist ja gut. Wow. Okay, hier ist soweit nichts. Komm du mal da bitte gerade von der Leiter weg. Da bin ich gerade mal lang. Dankeschön. Gerade Zombie. Ist nichts? Gar nichts? Nee.
Da ist echt noch nichts gespawnt. Okay, der Zombie da. Moment, egal. Der kommt gerade genau auf uns zu. Okay, das war jetzt nicht wirklich was. Wir könnten noch hier runter zum Hafen. Ich würde dann aber doch gerne Richtung Kamishobu gehen, weil da könnte es auch ein Auto geben und auch ein paar Fahrräder. Und dort ist auch etwas, weswegen ich dort sowieso mal hin will. Das ist jetzt ein Scherz, dass der hier hochkommt. Muss ich dir jetzt echt gleich erschießen. Das wäre aber jetzt ein bisschen uncool. Moment. Na komm schon. So. Ich nehme mir mal gerade die Axt. Meine Lee Enfield habe ich da hingelegt. So, Kollege, dann komm mal her. So, und die Lee wieder mitnehmen. Ach ja, lautloses Töten. So, der wäre aus dem Weg geräumt. Ich hatte jetzt keinen Bock mit dem dicken Lee Enfield Gewehr hier rumzuballern. Kann ich mit so einer geilen Rolle drüber. Geile Rolle. Ich guck mir gerade noch mal den Hafen. Wow, ist das mehr laut. Alter. So, was haben wir hier? Ist nichts drin. Das ist sehr gut. Guten Tag, Zombies. Hier ist sonst nicht wirklich was. Okay. Ist da noch was drin? Ich glaube, da war so halb vorbei. Kann ich jetzt nichts erkennen gerade. Wo geht's hier raus? Da. Okay, dann go, go, go. Na, könnt ihr mithalten? Na, sie geben sich Mühe. Wehe, jetzt kommt ein Auto und fährt mich platt. Wehe. Na okay, der Autospawn war jetzt nicht gerade so erfolgreich. Das wird sich wohl schon ein anderer gekrallt haben, das gute Stück. Aber mal gucken, vielleicht haben wir in Kamishobu mehr Glück. Ich werde mich hier mal ein bisschen abseits der Straße aufhalten. Und ich sehe gerade, wir könnten mal wieder was essen und was trinken gleich. Wir haben ja genug davon. Mich auch mal ein bisschen um. Vielleicht hat er hier ja jemand ein Zelt hingestellt. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu offensichtlich, hier ein Zelt hinzustellen. Die Zombies haben wir abgehängt. Sehr gut.
So. Wo sind wir denn ungefähr? Was ist denn das hier? Ich glaube, hier sind wir noch nicht eigentlich. Schade, schade, schade. Zur Not muss ich gleich auch mal auf die Ortseingangsschilder gucken, damit ich mich ein bisschen besser orientieren kann. Aber eigentlich ist mein Orientierungssinn recht okay. So, hier zieht die Straße jetzt eine Rechtskurve. Ah ja, dann weiß ich, wo wir sind. Das da müsste Kamishobo sein, was man da hinten am Horizont, sag ich mal, erkennt. Ein kleines Stück ist es noch, aber dann sind wir da. Ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen nach rechts gucken. Hier ist ja Spawngebiet. Nicht, dass wir gleich von rechts ein bisschen Besuch kriegen. So, hier ist diese größere, länglichere Insel. Dann gucke ich gerade nochmal auf die Map. Das müsste dann diese hier sein. Also sind wir irgendwo hier gerade. Okay, da weiß ich Bescheid. Hoffentlich glitsche ich hier nicht gleich irgendwie durch die Erde durch oder so und breche mir die Beine. Ich glaube, wir haben ja Morphin dabei, oder? Jupp. Das ist Morphin. So, schon mal was zu essen bereitgelegt. Also ich höre schon eindeutig, dass die Musik wesentlich leiser ist. Angenehm leise, wohlbemerkt. Das heißt, meine Stimme dürfte man wesentlich besser hören und ich versuche auch ein bisschen lauter zu sprechen. Aha. Ach so, ja, und es gab auch eine Sache, die auch schon... die ich mir auch schon anhören musste, dass ich viel zu vorsichtig spiele und einfach doch mal in die Städte reinrennen soll, mich schnell ausrüsten soll und wieder weg. Ja, das ist eine sehr beliebte Spielweise, das weiß ich durchaus, aber naja, weiß ich nicht, durchwaschen, ab nach neuen Sterben, wieder neu spawnen, durchwaschen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also ich will dieses Spiel auch so ein bisschen genießen und dieses Durchwaschen, naja. Kann man machen, muss man aber nicht. So, mal gucken. Der Leuchtturm. Da hinten war ein Leuchtturm. Eigentlich müssten wir gleich ja da sein, oder? Jo, da ist die Stadt. Das ist er. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, das muss ich auf jeden Fall sein. Hier vorkommt ja nichts mehr. Okay. Blöd ist natürlich nur, dass ich die Ingame-Map habe. In der Map, die ihr unter den Videos habt, da sieht man ja sogar, wo welche Spawns und so weiter sind. Ich habe mir die natürlich vorher mal angeguckt.
aber auswendig kenne ich sie nicht. Aber das ist eindeutig Kami Shoujo. So, wollen wir ein bisschen vorsichtiger hier vorgehen. Ja, nicht rennen, bist du wohl. Da hinten sehe ich schon den ersten Zombie wanken. Von Spielern nicht zu sehen, wie viele sind überhaupt gerade drauf. Na, mit mir 4 Stück, na, ist jetzt nicht so viel. Aber okay. So, mal gucken, wo könnte man hier denn rein? In Kami Shoujo gibt es leider nicht so viel, aber das soll eh nur eine Zwischenstation für mich sein. Ich glaube, da kann man rein. Der nächste Untote ist da, der Autospawn. Ich weiß nicht ganz genau, wo der ist. Die sind ja auch sowieso nur so ungefähr angegeben. Ich laufe mal einen kleinen Bogen. Der Zombie sieht uns nicht, sehr gut. Eigentlich wollte ich gestern Abend ja noch die nächste Folge aufnehmen, da habe ich mich extra ein bisschen eher eingeloggt, aber dann habe ich gesehen, dass ja die Serverzeit hier um 2 Stunden vorgestellt ist und dann war schon, ja, nachts. Das war dann nicht so geil, das wollte ich euch da nicht antun, dann hättet ihr nämlich gar nichts gesehen. Alter, ich dachte, da steht einer. Boah. Doch ein Scherz, Zombie, verpiss dich. Warte, für unsere Pistole haben wir keinen. Nee, haben wir keine Magazine. Sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Da hoppelt auch schon der erste. Mal gucken, vielleicht gibt es da ja. Was kann man da rein? Das weiß ich gerade gar nicht. Der Turm bringt's ja mal richtig. Okay, spätestens jetzt habe ich die Zombies sowieso angelockt. Ein Autoreifen. Na, Autoreifen schön und gut. Ich hätte aber dann doch gern das ganze Gefährt. Jo, bleibt mal geschmeidig, Zombies. So, hier kann man nicht rein. Hier kann man, glaube ich, auch nicht rein. Schade. Relativ wenige Häuser, wo man rein kann. Ah, da kann man rein. In die Lagerhallen. Dann soll das jetzt mein Ziel sein.
So, was haben wir denn hier? Hier Rosen, aha, aha, aha. Was haben wir hier? Leckt mich, Zombies. So, hier, was haben wir denn hier? Empty Tin Can. Die Zimt haben wir in der Wand, oder was? Jo. Fickt euch. Na, das hat sich jetzt ja nicht wirklich gelohnt. Munition, die wir nicht wirklich brauchen. Benzinkorn ist der. Magere Ausbeute. Schade, schade, schade. Ich glaube, das nutze ich doch gerade mal. Unser Charakter könnte mal ein bisschen was essen, würde ich sagen. Und ich glaube, trinken ist auch nicht verkehrt. So, was haben wir hier noch alles drin? Ach, ich bin hier ganz vorne, ich wundere mich gerade. So, was haben wir denn hier noch drin? Das tun wir da rein. Das. So, gegessen, getrunken, weiter geht's. Da kann glaube ich noch was spawnen. Zombie, du hoppest da gerade sehr ungünstig an. Auch nicht rein. Das ist eine Schweinerei. Schon. Lass mich rein. Hier sollte, glaube ich, auch ein Fahrrad spawnen, oder ich glaube sogar zwei. Aber bisher sind weder Autos noch Fahrräder zu sehen. Ich glaube, das Fahrrad soll... da muss ich gerade kurz gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo wir sind. Das Fahrrad soll irgendwie hier, glaube ich, spawnen oder so. Ich glaube, wir sind ungefähr hier. Ich versuche mal diesen kleinen Pfad, sag ich mal, Richtung Norden zu finden. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen wenigstens ein Fahrrad. Das wäre ja schon mal etwas, ein kleiner Trostpreis. Ansonsten hätte ich auch in naher Zukunft gerne ein Zelt, um mir mal so ein kleines Lager zu bauen. Da fällt mir gerade ein. Hab ich eigentlich? Ja, ich habe es. Eine leere Wasserflasche. Hier in der Nähe gibt es glaube ich auch so einen kleinen Tümpel, wo wir die auffüllen können.
Ah ja, das ist eindeutig dieser Weg nach Norden. Ich wusste aber nicht, dass hier noch so viele Häuser stehen, ehrlich gesagt. Aber gut, da kommt man ja leider sowieso nicht rein. Jedenfalls in die meisten davon nicht. Ist das nicht auch so ein kleiner Spawn hier? Schade. Tja, da hat das Militär wohl hier nicht wirklich viel reißen können in Kamishovo. Tja, learn to play. So, und wenn ich diesen Weg hier weiterlaufe, müsste ja eigentlich irgendwo ein Fahrrad spawnen. Wenn es den spawnt und wenn es noch kein anderer hat. Wow. Guten Tag, der Herr. Komm mal auf, mal auf. Mach die scheiß Tür auf. Wie? Die geht von der Seite nicht auf. Willst du mich verarschen? Versuch den Zombie mal zu verarschen. Wow. Nichts drin, nichts drin. Axt haben wir schon. Mensch. Also in der ersten Folge hatte ich mehr Glück. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, die beiden Spacken laufen uns jetzt auch erstmal dick hinterher, denke ich mal. Naja, okay, ich wollte diese Folge sowieso nicht so extrem lange aufnehmen. Die erste war ja knapp über einer Stunde. Diese hier dürfte jetzt ungefähr gerade so 35 Minuten laufen. Ich werde jetzt gerade noch gucken, dass ich die Zombies abhänge. Was ich glaube ich gerade, nee, noch nicht ganz geschafft habe. Und dann werde ich mal hier in Kamishovo einen kleinen Cut machen, weil weiter habe ich meine Route bisher noch nicht geplant. Weil ich eigentlich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Glück mit dem Loot. So, gerade noch die nervigen Zombies abhängen. Da scheint nichts mehr zu kommen. Okay, wo logge ich mich denn dann mal aus? Ich würde mal sagen, da bei den Tannen.
Ja, mit dem Blick auf Kamishovo logge ich mich aus. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.